Hallo und herzlich willkommen zu Defend the Rook. Das ist Brettspiel, Schrägstrich, Roguelike und es besitzt Tower-Defense-Spielelemente, um das mal so ganz grob zusammenzufassen. Ich habe es jetzt selbst noch nicht gespielt. Das gibt es für 15 Euro auf Steam. Ich habe vom Entwickler einen Key bekommen und wir spielen da jetzt einfach mal unverblümt rein, schauen uns das Tutorial an und ja, mal schauen, was das so hergibt. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe mir die Steam-Beschreibung so ein bisschen angeschaut. Sah ganz interessant aus. Mir gefällt auch so Artstyle ziemlich gut. Mal gucken. Dann legen wir mal los. Das ist der Schachturm. Verteidige ihn um jeden Preis. Wenn er zerstört wird, ist das Spiel aus. Genau, man hat halt diesen Turm auf diesem Spielbrett und soweit ich weiß, kann man den auch bewegen. Ja, gut, wir können dich jetzt schon bewegen. Einheiten bewegen, um dich zu... Klicke darauf. Ja, yep. Machen wir das doch mal. Angriff. Wenn sich ein Gegner auf einem roten Feld befindet, kannst du darauf klicken. Ja, ja, genau. Dann warten wir mal. Zug beenden. Was haben wir denn hier? Gold gibt's, Erfahrung gibt es. Kampfprotokoll. Gut, dann kann man sich das nochmal detailliert anzeigen lassen. Goblin-Stats sehen wir unten rechts auch. Alles klar. Können wir auch direkt angreifen, den Goblin. Eine Welle von Gegnern nähert sich. Gut, jetzt haben wir schon ein paar mehr Einheiten. Dieb, eine Zauberin und ein Krieger. Ja, dann werden wir doch mal den Turm verteidigen. Der Krieger verleiht benachbarten Helden und Vorrichtungen am Ende deines Zuges plus zwei vorübergehende Rüstung. Okay, aber ich würde sagen, ich werde jetzt mit dir trotzdem mal angreifen. Dann können wir den nämlich direkt schon ausschalten. Du hast jetzt XP bekommen. Aber das ist XP, die ist jetzt nicht pro Einheit oder so, ne? Weil das steht ja hier alles rechts, auch wenn ich andere Einheit anklicke. Mal gucken. Zauberin erhält plus 4 vorübergehende Rüstung, wenn sie sich während deines Zuges nicht bewegt hat. Okay, wir können die jetzt so... Ja, wir müssen uns bewegen, sonst können wir nicht angreifen. Dann hätten wir das schon mal. Dann haben wir hier noch den Dieb. Wenn der Dieb sich am Ende deines Zuges auf einer entschärften Frostpfeile befindet, macht er sie wieder scharf. Alles klar. Frostpfeilen haben wir hier jetzt noch nicht. Gut. Dann hätten wir das auch. Jetzt können wir mit dem Turm noch angreifen. Der macht halt nicht so viel Schaden, aber der hat dafür wesentlich mehr Lebenspunkte. Und ja, wenn der kaputt ist, dann ist das Spiel vorbei. Würde ich mal drauf tippen. Gut. Helden-Upgrade haben wir jetzt. In Deckung. Wenn der Krieger Gesundheitsschaden erleidet, erhält er im nächsten Zug plus 6 vorübergehende Rüstung. Schleichangriff. Der Dieb hat plus 5 Stärke bei Gegnern ohne maximale Gesundheit. Seelenbombe. Wenn ein Gegner getötet wird, explodiert er. Entschuldigung. Und fügt benachbarten Gegnern 5 Schaden zu. Okay, das ist ja interessant. Also wir haben generell so eine Grund-XP und die, wenn wir aufleveln, packen wir, die können wir halt in die Helden Upgrade reinpacken. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Held irgendwie eigene XP-Leiste hat anscheinend. Ja. Ich bin mal für Schleichangriff. So. Dann müssen wir jetzt noch den Zug beenden. Okay. Da spawnen auch direkt schon wieder Gegner. Dann würde ich doch sagen, du kannst ja schon mal dahin gehen. Bleibst dann da. Halt. Kannst du nicht einfach... Genau, du wartest da bitte. Du gehst mal dahin, wartest da und du kannst schon mal dahin gehen. Ist halt jetzt die Frage, ob das auch wichtig ist, wohin die dann gucken oder ob, ja, wenn man Gegner oder wenn die eigenen Helden von hinten angegriffen werden, dass sie dann
entweder mehr Schaden machen oder mehr Schaden reingedrückt bekommen. Gut, da sind wir wieder dran. Das mit diesen zusätzlichen Schaden beim Dieb ist jetzt noch nicht so wichtig, weil die haben alle noch nicht so viele Lebenspunkte. Und wir können die alle bis jetzt hier noch ziemlich gut erledigen. Dann machen wir die erstmal hier platt, würde ich sagen. So, ihr seid schon mal soweit erledigt. Und ich würde sagen, wir ziehen uns hier mal ein bisschen zurück. Das ist doch schon mal ganz praktisch, dass er da direkt den Krieger angreift. So, du wartest mal da. Kannst du... Du kannst da noch nicht angreifen. Okay, aber kannst mal dahin laufen. Dann wartest du da einmal. Du haust einmal zu. Und die Sache ist, das würde sogar reichen. Also wir haben schon eine extrem große Reichweite. Da unten links sieht man das ja auch nochmal, aber ich weiß jetzt nicht, welcher Wert genau hier was bedeutet. Das ist Schadenswert, das erste. Das zweite, wie weit wir uns bewegen können. Das dritte ist, glaube ich, die Reichweite oder wie weit man schießen kann. So, nächstes Helden-Upgrade. Aber das ist scheinbar auch so, dass mit jedem Helden-Upgrade hat man... Es ist so ein bisschen wie Slay the Spire, so von der Auswahl. Nach einem Kampf hat man eine Wahl, eine Karte aus dreien. Und die kann man dann nehmen. So ein bisschen erinnert mich daran, weil das ist halt hier alles dann... Das kommt quasi alles in einen Topf, um es mal so zu formulieren. Konzentrierter Kampf. Du erhältst +2 vorübergehende Stärke und +3 vorübergehende Rüstung, wenn du im letzten Zug einen Gegner angegriffen hast. Das klingt doch auch gar nicht mal so verkehrt. Aber bei ihm sind halt hier auch sehr viele Sachen, bezieht sich das alles auf Rüstung. Ich könnte die zwei natürlich auch so ein bisschen zusammenpacken. Aber dadurch, dass wir momentan nur drei Helden haben, so können wir ein bisschen halt alles drumherum absichern. Beinarbeit. Der Dieb erhält pro Feld, über das er sich bewegt, +1 vorübergehende Rüstung. Ja, so als Defensivoption. Seelenbombe. Ist halt die Frage, wie viele Gegner das dann später noch werden. Mann, ich würde ja echt sagen, ich nehme wieder das hier. Gut. Türme können während deines Zugs auf Nichtbewegungsfeldern platziert werden. Sie greifen zu Beginn deines Zugs automatisch an. Wenn sie zerstört werden, stehen sie für den Rest des laufenden Kampfes nicht mehr zur Verfügung. Okay. Kanonenturm. Greift zu Beginn deines Zuges ein Ziel in Reichweite an. Hohe Reichweite, niedriger Schaden. Das klingt doch schon mal gar nicht so verkehrt. Nichtbewegungsfelder. Also auf... Ach, auf den hier. Ja, okay. Gut, dann stellen wir hier mal einen Kanonenturm hin. Gut, die greifen halt automatisch an. Können jetzt auch nur erstmal einen pro Kampf platzieren. Alles klar. Du legst dich mal bitte mit ihm noch nicht an, weil du kommst da nicht hin. Ich platziere dich einfach erstmal da. Du kannst auch nicht so angreifen. Okay, ist jetzt aber auch... Dann wartest du da erstmal. Dann greifst du da an und du greifst einmal da an. Danke. Jetzt stehen die auch ganz gut alle neben dem Krieger. So. Dann kannst du hier eben noch einmal angreifen. Jetzt können wir wieder hier was platzieren. Magieturm gibt's noch. Greift zu Beginn deines Zugs ein, ziehen in Reichweite an. Mittlere Reichweite, mittlerer Schaden. Okay, ein Smaragdturm. Niedrige Reichweite, hoher Schaden. Das klingt ja eigentlich auch nicht so verkehrt. Aber ich würde sagen, ich nehme so einen Magieturm. Ah, die können wir beide auch noch platzieren. Okay, dann stelle ich die jetzt einfach mal so hin.
dich können wir direkt erledigen. Können wir dich da hinten angreifen? Das würde schon mal nicht reichen. Von der Reichweite. Okay, dann lauf mal dahin. Du wartest denn da. Okay, ja gut, kann man auch mit der Leertaste machen. Aber ich mache das jetzt einfach mal so. Gut, dann hätten wir das auch. Ja, ich könnte jetzt noch hier den Turm bewegen. Kannst du denn angreifen von da? Nein. Ja, dann lassen wir das. Okay. Also der Turm oder das Hauptgebäude oder das einzige Gebäude in dem Fall, was jetzt keine Waffe ist, primär, kann man dann auch bewegen. So, was haben wir diesmal? Schwung. Der Krieger erhält jedes Mal, wenn er einem Gegner Schaden zufügt, 2 vorübergehende Rüstung. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal mit dem Krieger aufwerten. Entschlüpfen. Der Dieb kann sich nach dem Angreifen erneut bewegen. Das klingt gar nicht mal so blöd. Seelenbombe wieder. Ja, die müssen dann halt zusammenstehen. Ich bin erstmal hier für Entschlüpfen. Deine Gegner greifen normalerweise mit oberster Priorität das Ziel an, das ihnen am nächsten ist. Beachte aber, dass einige Gegner sich auch anders verhalten können. Okay. Gut, gut. So. Dann hätten wir das erstmal alles. Was haben wir denn jetzt hier noch bekommen? Barrikade. Versperrt Gegner den Weg. Provoziert zu Beginn eines Zuges Gegner in einem Radius von 2 Feldern. Das klingt ja auch nicht so verkehrt. Und Frostfalle. Ist nach dem Platzieren sofort scharf. Wenn ein Gegner auf eine scharfe Falle tritt, erleidet er 3 Schaden und wird betäubt. Die Falle wird dadurch deaktiviert. Wirkt sich nicht auf deine eigenen Einheiten aus. Eliten und Bosse werden nicht betäubt. Okay. Gut, wenn jetzt hier überall Gegner spawnen, dann würde ich mal sagen, du gehst da bitte mal weg. So, du wartest da. Dann haben wir hier eine. Wir können natürlich hier eine Barrikade hinsetzen. Dann muss der erstmal rumlaufen oder sich da durchhacken. So, die andere Barrikade ist hier gerade ein bisschen blöd, weil da unten ist halt so viel freie Fläche. Ich könnte hier noch eine hinsetzen. Die Frostfalle würde ich dann direkt hier noch so hinsetzen. Und dann können wir vielleicht da noch eine hinsetzen. Okay, gut, gut. So. Du läufst mal bitte dahin und wartest da. Du kannst da schon mal hinlaufen und du hältst dich hier mal an den Krieger für den Moment. Da oben haben wir ja auch die Türme, von daher sollte das dann erstmal soweit passen. Okay, wie schaut das denn jetzt hier aus? Da haben wir einen Ork-Ritter, der hat nicht wenig Lebenspunkte. Da haben wir einen normalen Ork. Macht halt ein bisschen mehr Schaden hier, der Ork-Ritter. Dann würde ich doch erstmal sagen, du kannst halt so noch nicht angreifen. Es wäre halt ganz gut, die erstmal kommen zu lassen. Deswegen gehst du mal bitte dahin. Du kannst den direkt ausschalten und du machst halt, Moment, ja, das wird halt auch noch nicht reichen vom Schaden. Ich glaube, ich lasse dich erstmal zurücklaufen so ein Stück. Die anderen sind da erstmal beschäftigt. So, ansonsten können wir dann jetzt mal gucken. Und du kannst jetzt wieder weglaufen. Das ist super. Das ist eigentlich schon richtig, richtig stark. So, dich können wir erledigen. Dann, genau, bleibst du da. Ansonsten können wir mal auf dich einknüppeln. Und dann machen wir dich direkt platt an der Stelle. Okay, gut, gut. So, du kannst den erledigen. Du kommst da leider an den anderen nicht dran. Aber der Schaden müsste dann auf jeden Fall auch in der nächsten Runde reichen.
kommst halt auch nicht an ihn dran. Aber das müsste dann halt eigentlich schon soweit passen. Lauf da mal hin, dann warten wir und die anderen bleiben mal stehen, wo sie sind. So, und jetzt bitte einmal ihn erledigen. Gut, was haben wir jetzt hier? Mal wieder konzentrierter Kampf. Das kann man sogar mehrmals bekommen. Okay, das ist deckt dann, oder wie? Raserei, du erhältst plus 4 vorübergehende Rüstung und Stärke, wenn ein benachbarter Gegner vernichtet wird. Das ist halt auch situationsabhängig eher. Aus nächster Nähe, die Zauberin kann benachbarte Gegner angreifen und erhält in diesem Fall plus 6 Stärke. Dann hätten wir schon so ein bisschen so eine Nahkampfmagierin. Was? Ja, das ist alles... Ich würde ja wieder hier zu konzentrierter Kampf tendieren, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier alles in den Ritter packen. Nehmen wir das hier mal. Warum nicht? So groß ist das Spielfeld ja jetzt auch nicht. Also könnte es durchaus öfter mal passieren, dass sie direkt neben dem Gegner steht. Gut, hier haben wir nochmal eine Übersicht, wie viele Gegner wir erledigt haben. Aha, Gruppen-Upgrades, okay. Wenn deine Helden Gegner besiegen, erhalten sie Erfahrungspunkte. Mit diesen Punkten kannst du Verbesserungen für deine Helden kaufen. Ach so, das gibt es dann auch noch obendrauf. Okay. Dann, aber wie ist das denn? Bekommen die alle gleich, oder werden die XP durch alle geteilt, oder bekommen die wirklich alle einzeln XP? Schmerzhafte Erfahrung. Wenn du Gesundheitsschaden erleidest, erhältst du 4 EP. Das ist ja gut, ne? Dann nehme ich aber lieber hier sowas wie verstärkt. Ah, okay, ich kann dann die XP nehmen und dann entscheiden, wo ich die dann reinpacke. Das ist ja ganz nett. So, du könntest dich mehr bewegen, aber du kriegst dir... Ich hab's mit ihm hier, mit dem Krieger. So, für den anderen Kram reicht es nicht. Die Sachen werden dann halt auch immer teurer. Okay, gut zu wissen. Verteidigungs-Upgrades, sowas gibt es also auch noch obendrauf. Du erhältst Gold, wenn du Gegner besiegst. Mit Gold kannst du Verbesserungen für deine Türme, deine Vorrichtungen und deinen Schachturm kaufen. Das ist ja auch noch mal ganz interessant. Dann haben die alle so auch noch so Skillbäume, die Türme. Plus 2 maximale Gesundheit, kostet 10 Gold. Das ist aber schon ganz schön teuer, oder? Plus 1 maximale Gesundheit, ja super. Ich glaube, ja, gut. Was kommt denn hier nach? Mehr Gesundheit, okay, das ist aber alles sehr übersichtlich, was man hier so an Upgrades bekommt. Mehr plus 8 TP, verstärkte Mauern heißt das, plündern. Am Ende jeder Welle plus 3 Gold. Schachturm, Mehrfachfeuer. Deine Schachturmangriffe treffen alle Ziele in Reichweite. Gut, und so wie das hier ausschaut, plus 8 Stärke, minus 8 Gesundheit. Der Turm kann keine Rüstung mehr erhalten. Okay. Turmangriffe entfernen die komplette Rüstung vom Ziel, bevor sie ihm Schaden zufügen. Das klingt ja auch nicht so verkehrt. Beständige Zauber. Wenn der Kanonenturm einen Gegner vernichtet, erhält er in der nächsten Runde plus 5 Stärke und plus 1 Reichweite. Das klingt halt auch ganz gut. Aber wir müssen halt hier wirklich immer der Reihe nach gehen. Mittlere Reichweite, mittlerer Schaden. Das klingt eigentlich ganz gut. Hohe Reichweite, niedriger Schaden. Das ist halt auch so eine Sache. Frostfallen. Was haben wir denn hier noch so? Verlangsamende Falle. Ja gut, das ist dann mehr so bewegungseinschränkende Effekte. Mehr Rüstung hier für die Barrikade. Fassbombe. Oh, dann explodiert die und verursacht 10 Schaden. Ja, ich glaube, ich packe hier mal was rein. Weil das Mittel klingt gar nicht mal so verkehrt. Lassen wir das erstmal mit dem Gold. Und was haben wir denn hier noch? Du kannst Zauber aus deiner Schnellzugriffsleiste auf Einheiten wirken. Jeder Zauber hat pro Kampf nur eine begrenzte Anzahl von Ladungen. Alles klar, was hätten wir denn hier? Stromschlag fügt einem Gegner 3 Schaden zu. Okay, das ist ja auch ganz interessant. Da kann man sich die Dinger quasi dann aufheben, um Gegner zu finishen. Ich würde fast sagen, ich nehme jetzt hier erstmal eine Barrikade. Platziere die da.
Wir haben hier so einen Magierturm. Den würde ich doch direkt mal... das würde ich jetzt nicht unbedingt in die Mitte setzen. Oder doch, vielleicht setzen wir den mal dahin. Ja, machen wir das so. Gut, weil ich denke, wir können ja auch schon direkt wen erledigen. Du kannst dann da einfach mal stehen bleiben. Ich kann mich natürlich jetzt auch immer direkt an die Gegner heranbewegen. Mit der Magierin, dann macht die mehr Schaden. Okay, gut, gut, so. Dir können wir noch ein bisschen Schaden verpassen. Kommst du mal dahin. Niedrige Reichweite, aber hoher Schaden. Das passt ja gerade an der Stelle ziemlich gut. Niedriger Schaden, hohe Reichweite. Ja, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Das kommt jetzt mal dahin. So, an diesen Pfeilen habe ich jetzt gerade nicht so viel Interesse, weil... Das ist halt nicht so interessant. Ja, gut, wir könnten jetzt noch hier dir eine Frostfalle vor die Nase setzen. Du kannst dich dann mal dahin bewegen und wartest darauf, dass er dann da reinläuft. Da haben wir auch noch eine Frostfalle. Das hier... 3 Schaden, das wären 12 Damage. Wir könnten dich theoretisch schon direkt erledigen. Aber das hebe ich mir jetzt trotzdem erst nochmal auf. So, was haben wir hier? Schwere Schläge. Verleiht einem Helden plus 5 vorübergehende Stärke und Rüstung. Also ein Buff. Okay. Statiksturm. Fügt allen Gegner 10 Schaden zu. Das ist natürlich ganz schön mächtig. Gut, du kommst jetzt aber gar nicht an ihn da dran, oder? Ja, du könntest ihn halt auch erledigen. Brauchen wir im Prinzip nicht. Ich mach das jetzt trotzdem mal. Hier, komm. Buffen wir dich mal. Dann machst du da einmal bitte Schaden. Dann bist du erledigt. Und dann erledigst du ihn. Heldenmut plus 3 Rüstung, wenn benachbarte Gegner vernichtet. Das sind zum Teil auch... Moment, der Schurke hatte doch vorhin auch mal Heldenmut, oder? Oder bringe ich das jetzt durcheinander? Straßenkämpfer erhält plus 5 Stärke beim Angreifen eines Gegners, der keine Rüstung trägt. Das klingt auch ganz nett. Hier haben wir wieder eine Seelenbombe. Ich glaube, ich nehme jetzt hier mal Seelenbombe. Weil das mit... Die haben halt so wenig Lebenspunkte. Zum jetzigen Zeitpunkt, dass solche Sachen hier... Ja, bringt eigentlich nicht so viel, weil die sind dann meist eh schon so gut wie tot oder sind schon tot. So, Zug beenden. Die spawnen jetzt alle da. Okay, okay, okay. Wir haben hier noch eine Frostfalle. Eine. Wir haben hier noch eine Barrikade. Die würde ich doch gern mal da noch hinsetzen. Und was die anderen Sachen angeht, eine Frostfalle. Kann ich denn direkt unter denen auch eine Frostfalle setzen? Warum ist das hier zum Teil so schwarz? Das Fadenkreuz. Setzen wir da auch eine Frostfalle hin. Gut, dann müssen wir jetzt mal schauen. Ich glaube, du bist da hinten so ein bisschen fehl am Platz. Schicken wir dich mal dahin. Ansonsten, du gehst mal dahin, wartest dann da. Der Turm geht mal dahinter. Und was dich hier angeht... Lauf mal dahin und du wartest da. Okay. Am Ende jedes Gebiets wartet ein Boss. Wenn du einen Boss besiegst, fliehen alle seine Schergen und du erhältst garantiert epische Upgrades, bevor du in das nächste Gebiet weiterziehst. Gut, also im Prinzip müssen wir hier nur den Boss erledigen und die sind dann alle auf der Flucht. Alles klar. Gut, die Sache ist halt nur jetzt die. Ich kann dich ja angreifen. Ich könnte dich halt auch buffen und dann angreifen. Ach, du hast hier den Totenschädel. Alles klar, dann bist du hier der Boss. Dann würde ich doch sagen,
Wir hauen ihn jetzt hier zu Klump. Und das war's schon. Gute Arbeit, jetzt bist du bereit für die kommenden Prüfungen. Are you certain this is the right place? Worry not, Your Grace. The Rook follows my commands to the letter. You should be quite aware of that by now. Of course. I did not mean to doubt your capabilities. They are nothing short of legendary. Then I trust you will have no issues with paying a suitable price for my services. A single barrel of gems should be enough. I thought that such mundane commerce was beneath you. I bowed my head into the mud and begged for your help. Is that payment is not for my benefit, but yours, so that you understand the value of my gesture. I appreciated your humility, but that alone is not enough. Saving a kingdom will always require sacrifices. Be happy that you were right. Clever of them to sneak through the northern plains. Ja gut, noch eine Menge Text hier am Ende. Do not doubt these legends, Your Grace. Their names might have faded from history. You should leave now. Let me send you back. Okay, das ist quasi ja, das Menü dafür. Da kann man starten. Einheiten, Loadout kann man hier ändern. Da kann man auch noch aufleveln. Nee, wir können das so ein bisschen anpassen, oder? Das, wie viel Gegner haben zum Beispiel höhere Werte und solche Sachen. Hier haben wir dann... Das sind das permanente Upgrades. Dafür brauchen wir Juwelen. Dauerhaft. Okay, also man hat hier auch dauerhafte Upgrades. Gut, dann haben wir das jetzt noch eben mal gesehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.